Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar zeige ich euch in diesem Tutorial, wie ich mit dem kostenlosen Programm GIMP meinen Kanalbanner oder wie man das halt nennen will, das Kanaldesign erstellt habe. Und zwar, wie gesagt, alles kostenlos mit dem Programm GIMP, das kennt ihr vielleicht. Und was wir zuerst brauchen, sind einfach mal vier Motive, die wir in unserem späteren Design haben wollen. Ich habe erstmal hier dieses Minecraft Design, dann hier GTA Online, Sims 4 und The Crew. Und das erste, was wir dann machen, wir brauchen noch eine Vorlage. Und zwar, die habe ich auch, wenn das gehen würde. Die ist da drin. Das habe ich hier. Die wird zum Download bereitstehen. Die könnt ihr euch auf meiner Website downloaden. Link in der Videobeschreibung. Und das erste, was ihr macht, oder das müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ich mache das immer. Ich lösche hier erstmal die ganzen Ebenen, denn die brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur die Linien. Die könnten wir rein theoretisch auch löschen, machen wir auch. Dann haben wir hier diese transparente Ebene. Dann suchen wir uns erstmal eine Farbe aus. Da habe ich schon eine. Und zwar die. Da könnt ihr euch hier die Zahlen aufschreiben und übernehmen, wenn ihr genau die Farbe haben wollt. Aber das ist jedem selber überlassen, welche Farbe er da nimmt. Dann nehmen wir erstmal eine neue Ebene. Eine transparente Ebene. Wir brauchen nämlich eine Ebene. Dann nehmen wir hier erstmal den Fülleimer und füllen diese Ebene. Das ist der erste Schritt, den wird wahrscheinlich noch jeder hinbekommen. Dann machen wir eine zweite Ebene auf Transparent, wählen eine andere Farbe, wählen eine weiße Farbe. Und das müsst ihr auch nicht machen, aber ich mache es, denn es sieht schön aus. Erstmal die rechteckige Auswahl und hier könnt ihr dann solche Linien machen. Das ist euch überlassen, wie groß die werden. Und ich mache es jetzt einfach so mal voll unprofihaft, sage ich mal, denn das geht so am einfachsten. Man könnte es auch irgendwie kopieren oder so, aber erstens kann ich das nicht und zweitens muss man das auch nicht. Man kann es ja dann immer noch nachbearbeiten, wenn es nicht passt. Dann füllen wir hier erstmal alle Seiten damit, versuchen, dass sie gleich groß sind. Ich muss gleich dazu sagen, die unterste Seite muss dann noch ein bisschen weiter runter gehen, denn die wird sonst beim Profilbild oder Kanalbanner auf YouTube unten eine kleine Fläche, ganz kleiner Streifen von dem Grün hier angezeigt. Und das wollen wir ja nicht. Und deshalb machen wir das dann auch unten noch ein bisschen länger. Aber wie gesagt, das kann man alles nachbearbeiten. Zuerst mal schauen, dann klicken wir auf Auswahl nichts. Und das ist wichtig, dass ihr die alle auf dieser Ebene macht, denn dann könnt ihr alles hier unten die Bilder machen. Das nächste, was wir machen, wir wollen diese Querstreifen und die gehen leider recht schlecht damit. Man könnte vielleicht auch noch drehen, aber das mache ich ganz anders. Ich mache hier Datei neu, ist egal wie groß man die macht. So. Ich mache jetzt einfach mal 800 mal 800, das müsste reichen. Dann haben wir hier dieses neue Fenster. Und da machen wir die Ebene, löschen wir wieder, neue Ebene, transparent, und da wählen wir dann einfach hier aus, so einen Streifen, wie er uns dann passt, so mache ich den, und füllen ihn mit weiß. Dann haben wir den Streifen auf transparentem Hintergrund, gehen wir Datei, exportieren nach, ich mache das immer Desktop. Und nenne das einfach, keine Ahnung, bla bla bla, ich nenne das einfach immer so. Egal ob PNG oder JPEG, das ist eigentlich egal. So, dann haben wir das, können wir das schließen. Dann haben wir hier am Desktop unseren Streifen, den können wir dann einfach da reinziehen. Und den können wir dann einfach bewegen. Und erstmal müssen wir ihn kleiner skalieren. Hier diese Haken anmachen, damit er immer die gleiche Proportion behält. Den skalieren wir einfach. Rücken ihn ein bisschen zurecht. Und dann müssen wir ihn drehen.
Das geht auch ganz einfach. Wir drehen ihn so weit, wie wir wollen. Ich mache das jetzt so. Es muss nicht ganz genau gleich werden. Dann rücken wir ihn noch zurecht, wie wir ihn haben wollen. So vielleicht. Mach das so, dass da unten kein Eck rausschaut. Und dann nehmen wir einfach hier dieses Werkzeug und entfernen den Rest. Gut, dann machen wir Auswahl wieder nichts. Dann sieht der erste so aus. Dann können wir da einfach mit Rechtsklick drauf gehen und Ebene duplizieren. Diese Ebene können wir dann einfach wieder verschieben. Und die verschieben wir dann einfach an die nächste passende Stelle. Egal wie wir die haben wollen, ob wir jetzt 3 oder 4 haben wollen. Ich will 4 haben. Dann muss ich erstmal diese Ebene noch ein bisschen weiter nach links verschieben, dass es da auch passt. So. Und die auch noch ein bisschen weiter. So. Und dann kann ich diese auch nochmal Ebene duplizieren und die dann auch nochmal hier hinschieben. Wie gesagt, es ist euch alles selber überlassen, wie ihr das macht. Muss ich noch ein bisschen einstellen, wie groß halt die Bilder sein wollen und wie viel das ihr da haben wollt. Aber das könnt ihr hoffentlich selber, das denke ich mir mal. Und vielleicht wäre es auch gut, dass ihr die ganzen Bilder wenigstens alle ein bisschen in diesem Raster hier habt, damit man die wenigstens sehen kann. Aber die meisten sehen sich eher auf dem Desktop-PC an. Und hier fällt mir gerade auf, dass wir da einen kleinen Streifen haben. Da gehen wir wieder auf diese Ebene und wählen einfach das nochmal. Ist egal wie groß. Wir können das von ganz oben machen. Wählen einfach ein bisschen mehr aus. So. Und füllen das nochmal. Dann müsste auch der Streifen da weg sein. Wenn er nicht weg ist, jetzt ist er weg. Auswahl nichts, dann passt es auch wieder. Aber das ist alles nicht ganz so wichtig. Dann kommt jetzt erstmal der wichtigste Schritt und der am längsten dauert. Und zwar, das ist bei GIMP ein bisschen blöd, wie man das machen kann. Aber das geht auch. Und warum haben wir das auf einer transparenten Ebene gemacht, die ganzen Linien? Und zwar, dann ist das Bild gleich im Hintergrund. Und das müssen wir dann erstmal skalieren. Wo ist das Skalieren? Wo ist das? Ist das ja da skalieren? Das ist schon ausgewählt. Skalieren wir einfach klein, dass das passt. Das ist egal wie groß und was ihr sehen wollt. Dann ziehe ich das einfach so hin, wie ich das haben möchte. Möchte das vielleicht so haben. Dann passt das. Und dann nehmen wir einfach dieses Werkzeug hier wieder und schneiden halt hier weg. Das ist egal, ob wir da über dem Weißen sind. Dann schaut es später nicht mehr raus. Und dann müssen wir das hier noch wegschneiden. Und das ist ein bisschen blöd, da man nicht so quer etwas entfernen kann. Aber das geht eigentlich auch recht schnell. Muss man einfach so machen. Dann geht das schon. Dauert zwar ein bisschen, aber dafür hat man dann ein schönes Design. Gut, wenn wir das dann gemacht haben, machen wir das bei den anderen 4 Bildern auch. Oder bei denen, wie viel ihr dann halt haben wollt. Und vielleicht werde ich das jetzt einfach mal schnell vorspulen. Wir werden sehen, wenn das schnell geht, nicht. Sonst werde ich das in Zeitraffer abspielen lassen und dann werden wir uns gleich wieder hören. Bis gleich. We'll be right back.
Ich bin jetzt wieder zurück und jetzt habe ich das gemacht. Ihr habt das im Zeitraffer gesehen und jetzt haben wir hier alle Bilder. Hier das Sims sieht man ein bisschen unten, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das könnt ihr dann besser einstellen. Ich brauche es ja nicht. Und dann habt ihr erstmal die Bilder, aber wie ihr bei mir gesehen habt, die sind ein bisschen unscharf und wenn euch das so gefällt, dann könnt ihr das auch so lassen. Wenn ihr es unscharf haben wollt, dann macht ihr einfach das. Ihr klickt auf das Bild, geht auf Filter, Weichzeichen oder Weichzeichnen und Gaußscher Weichzeichner und hier einfach einmal, wenn euch das eine Mal nicht gefällt, klickt ihr einfach noch einmal auf Filter, Weichzeichnen, Weichzeichner und noch einmal. Und wo sind wir jetzt? Bei welchem Bild? Ich weiß es gar nicht. Hallo? Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Das war jetzt nicht das Bild, sondern das war hier dieser Streifen. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr das Bild erwischt. Noch einmal Weichzeichner. Und zwar beim Bild, das seht ihr schon hier in der Vorschau. Ihr könnt es auch einfach gleich auf 10 machen. 10. Und hier auch auf 10. Dann passt das. Dann habt ihr es gleich so. Und bei den anderen auch. Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner auch schon auf 10. Das macht jetzt bei allen 4 oder 5 oder 3, wie auch immer. Dann habt ihr hier einen unscharfen Effekt. Noch einmal. So, dann sieht das erstmal so aus. Und dann noch das letzte. Ihr erstellt eine neue Ebene, eine transparente Ebene. Die kommt ganz nach oben. Ganz nach oben, habe ich gesagt. Hier, ich will die da nach oben schieben. Wieso willst du die nicht nach oben schieben? Okay, wenn du nicht willst, dann, wieso kann ich die jetzt nicht da ganz nach oben schieben? Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht muss ich erstmal was drauf machen. Und zwar, dann wählen wir erstmal hier das Textwerkzeug. Ich wähle diese Farbe, die ich hier im Hintergrund verwendet habe. Dann suche ich mir irgendeine Schriftart aus. Ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt eine stinknormale, würde ich sagen, die einfach ist. Einfach hier Serif Bold nehme ich jetzt mal, dann auf 180 müsste bei der Schriftart passen und dann gebt ihr irgendeinen Text ein. Hier, das sieht man jetzt nicht, weil es eben, weil die halt die Farbe ist, dann kann man das hier nach oben verschieben und jetzt kann ich die Ebene auch verschieben, glaube ich. Nein, die will ich nicht verschieben, sondern diese Ebene will ich hier nach oben verschieben. Ich verstehe gerade nur nicht, wieso ich die nicht verschieben kann. Ich möchte die eigentlich hier haben. Naja, ich weiß es nicht. Wieso will sich die Ebene nicht verschieben lassen? Dann machen wir es anders, löschen wir diese Ebene noch einmal. Nein, löschen, nicht neu erstellen. Löschen wir die Ebene einfach noch einmal und gehen auf die ganz oberste Ebene und machen da das gleiche noch einmal. Das ist jetzt eh ausgewählt und geben es noch mal ein. Hier, mein Name, deiner Fee. Das schiebt ihr dann ungefähr in die Mitte. So ganz genau muss das nicht sein. Wenn es euch noch zu klein ist, könnt ihr das noch größer machen. Und sonst, das ist jetzt wichtig, ihr nehmt das, wählt diese Ebene auch aus, auswählen, dann Rechtsklick, Auswahl aus Alpha-Kanal, hier oben auf Auswahl, vergrößern, vergrößern um, ich mache jetzt 10, dann haben wir hier vergrößert, dann ist es wichtig, eine neue Ebene erstellen, transparent, und diese Ebene wählen wir die weiße Farbe oder welche auch immer ihr dann haben wollt. Das Füllenwerkzeug, klicken auf diese Ebene, aber da muss die transparente Ebene ausgewählt werden. Diese Ebene schieben wir einfach unter die Ebene des Textfeldes, wenn es gehen würde. Ich weiß nicht schon wieder, warum das nicht geht.
Kann ich das nicht einfach bitte verschieben? Ich möchte das einfach nach unten verschieben. Würdest du bitte gehen? Wieso? Ich weiß es nicht. Egal. Blenden wir die mal aus. Ich will die einfach... Wieso kann ich die nicht verschieben? Komm. Ich will diese Ebene einfach verschieben. Naja, egal. Dann klicke ich einfach hier unten. Hätte ich gleich machen können. Ich bin auch ein bisschen dumm, egal. Ja, ich bin auch kein ganzer Pro. Klickt einfach hier unten auf Ebene 1 nach unten, dann geht das auch. Und dann wählen wir diese Ebene. Für manche wird es schon passen, aber dann mache ich noch etwas, und zwar die Ebene. Gehen wir auf Filter, Licht und Schatten und Schlagschatten. Dann kommt es da unten, müsst ihr draufklicken und auf OK. Dann habt ihr hier einen kleinen Schatten und dann könnt ihr einfach hier diese Ebene auswählen und auf Auswahl nichts. Und dann habt ihr hier einen kleinen Unterschied. Dann seht ihr das auch besser und hier noch einen Schatten. Und das war's dann eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Das ist dann euer Kanaldesign. Wenn ihr das dann einfach uploadet, dann sieht das so aus. Also mir gefällt es eigentlich recht gut. Wenn es euch auch gefällt, könnt ihr es ja auch machen. Wenn ihr wollt, dass ich einfach hier ein Template, wo ihr einfach nur noch den Namen ändern müsst, hochlade, schreibt es mir doch in die Kommentare. Und wenn ihr auch ein Video dazu haben wollt, wie ich das hier gemacht habe, das geht nämlich auch ganz einfach, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.